Aufstieg und Fall von Exhibit. Exhibit, a.k.a. Elvin Nathaniel Joyner. Nigga, you from Albuquerque. Albuquerque, it out, man. Deswegen hat man ab den Jahre 2007 so gut wie gar nichts mehr von Exhibit gehört. Shoutouts an Ben Bugatti auf jeden Fall. Sehr sympathisches Interview bei Boogie und Belash. Ich find's geil, dass du diese Themen nach Deutschland bringst. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yes, sir. Wir ziehen uns jetzt Dokumentation. Der Aufstieg und Fall von Exhibit interessiert mich. Let's go. It's Exhibit. Bring it live. One time. Like this. So, yeah, but Exhibit was on stage and he was like saying how... The Game talking, Alter. Ich mag The Game, bro. Ich hör den voll gern zu irgendwie. You know, LA should be like this and we should employ, you know, implement this. And somebody hopped up and was like, nigga, you from Albuquerque. And I didn't know. I thought Exhibit was from LA. Albuquerque, it out, man. Exhibit, a.k.a. Elvin Nathaniel Joyner, wurde am 18. September 1974 in Detroit, Michigan geboren. Elvin, Digga, erinnert mich an die Chipmunks. Sein Vater verließ die Familie, als er noch ein Kind war, sodass seine Mutter ihn und seine vier Geschwister allein großziehen musste. Doch leider verstarb seine Mutter, als er gerade mal 9 Jahre alt war, sodass sein Leben sich über Nacht änderte. Er zog mit seinem Vater nach Albuquerque, New Mexico und musste bei seinem Vater und seiner neuen Ehefrau leben, die sehr religiös waren. Wenn Exma nicht gehorsam war, wurde er von seinem Vater verprügelt, sodass er sich zu Hause nie wohlfühlte und sehr oft auf den Straßen unterwegs war. Dort lernte er auch das erste Mal Hip-Hop kennen und fing mit 12 Jahren an, seine ersten Songtexte zu schreiben. Albuquerque hört sich voll witzig an, gell? Albuquerque. Da er fast täglich auf den Straßen unterwegs war, rutschte er sehr früh ins kriminelle Milieu, verkaufte Drogen und wurde mehrere Male verhaftet, bis sein Vater ihn vor die Tür setzte und Exhibit in ein Kinderheim musste. Dort lebte er, bis er 14 Jahre alt wurde und zu seiner Schwester nach Los Angeles zog. In L.A. konnte er das erste Mal frei an seiner Musik arbeiten und wurde immer besser im Texte schreiben. Er gab sich den Rap-Namen Exhibit A und arbeitete in einer Autowaschanlage, um seine Miete zu zahlen. An den Wochenenden wanderte Ex von Untergrundclub zu Untergrundclub und nutzte jede Gelegenheit, um ans Mikrofon zu kommen. So machte er sich langsam einen Namen in der Untergrundszene von Los Angeles. Denn durch seine ganzen Auftritte konnte er sehr viele Connections schließen und lernte einen Rapper namens King T kennen. Er wurde ein Teil der Liquid Crew und im Jahre 1995 hatte Ex dann seinen ersten Gastauftritt auf dem Album von King T, sodass er das erste Mal vom Mainstream gehört wurde. Yeah, you can check my credentials, just hard rhymes and instrumentals. Exhibit smashing when the dental with a loaded pistol. Ich feier diesen Flow in the dental with a loaded pistol. Exhibit, heftiger Typ auch. Dies war der erste Song von Exhibit, der jemals released wurde. Mein Lieblingssong von Exhibit ist, glaube ich, Ding, Alter. Kennt ihr nicht? Ihr kennt doch den einen Song, Bro, den ich immer bei Ding eingebaut habe, bei Turtle It In, Motherfucker. Alkoholik war das, glaube ich, oder? Nein, Front to Back, Digga. Aber Alkoholik ist auch krass, Digga. Front to Back ist dieser... Oh no. Oh no. Tell me something, Mom. Wichtig. Wichtig. Alkoholik feiere ich auch. Der Beat. Allein der Anfang so. Fühle ich brutal, Digga. Yeah. Come on. Exhibit. Yeah. Wow. It's that millennium ridiculous flow. I never let go. Geil. T wurde zu Exhibits Mentor und nahm ihn sogar mit auf Tour. Dadurch bekam er einen kleinen Deal bei dem Label Loud Records und recordete sein Debütalbum namens The Speed of Life. Im Jahre 1996 wurde das Album dann released und konnte sich leider nur 4 Wochen in den Charts halten. Doch die Hitsingle Paparazzi sorgte dafür, dass er sehr oft im Radio gespielt wurde. Like that. It's a shame. You only in the rap game. Only for the money and the fame. Extra large. Extra large. It's a shame. Paparazzi. Das Album konnte sogar international in den Charts einsteigen und legte den perfekten Grundstein für sein zweites Album, 40 Days and 40 Nights, das im Jahre 1998 erschien. Mit diesem Album wurde Ex zu einem der heißesten Untergrundkünstler der Westküste. Und außerdem bekam er die Aufmerksamkeit von den größten Produzenten der Szene. Hat der Bruder eigentlich viele Interviews gegeben? Ich habe mir eigentlich von jedem OG schon ein Interview reingezogen, außer von dem Bruder. Gut, dass wir das gerade reinziehen. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein Interview von dem Cousin reinziehen. Und was ich noch sagen wollte, Shoutouts an Ben Bugatti auf jeden Fall. Sehr sympathisches Interview bei Boogie und Belash, habe ich gefühlt. Und ich find's geil, dass du diese Themen nach Deutschland bringst. Mich mittlerweile interessieren viel mehr die Ami-Geschichten als die deutschen Sachen. Und vor allen Dingen die OG-Ami-Geschichten, so. Geil. Weiter so, Bro. Dr. Dre.
Dre fing an, mit X zusammenzuarbeiten, nahm ihn mit auf die Up in Smoke Tour. Bro, Up in Smoke Tour Kassette damals, Digga, die war heilig. Die Up in Smoke Tour Kassette damals war heilig. Wir haben eine gehabt im Freundeskreis, die war einfach heilig. Die wurde natürlich nach da und da mal gegeben, aber da durfte nichts mit passieren. Ich glaube, ich habe die Up in Smoke Tour komplett mir bestimmt 100 Mal reingezogen. Bis er letztendlich das dritte Album von Xzibit produzierte. So entstanden Klassiker wie beispielsweise X. Das Album war ein Riesenerfolg und verkaufte sich 2 Millionen Mal, sodass sie sich gleich an das nächste Album setzten, das im Jahre 2002 erschien. Man vs. Machine. Auch wenn ich finde, dass dies das beste Album von Xzibit war, konnte das Album leider nicht an den Erfolg von Restless anknüpfen. Also fing er an, sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Im Jahre 2002 hat Xzibit dann sein Schauspieldebüt im Film 8 Mile, wo er eine kleine Rolle spielte. Der wurde auseinandergenommen da. I can't believe that I'm hearing all this raving and ranting from Vanessa up here at the New Detroit Stampin'. I spit venom in every direction. Soak some up. Im Jahre 2004 wurde dann MTV auf ihn aufmerksam und Gott, ich hab schon fast vergessen, Digga, Pimp My Ride, Bruder. Krass, Alter. East Coast Customs, oder was? Wurde zum Host der West Coast Customs. Halt's? TV-Show Pimp My Ride, die ein weltweiter Erfolg wurde. That's all about to change. I'm about to pimp my ride. Dadurch wurde Xzibit zu einem Megastar. Doch leider konnte man das nicht an seinen Verkaufszahlen sehen. Denn sein fünftes Album konnte nur auf Platz 43 der Charts landen, sodass Xzibit sein Label schlechte Arbeit vorwarf und das Label verließ. 2 Jahre später gründete er das Label Open Bar Entertainment und veröffentlichte sein 6. Album Independent. Aber auch dieses Album floppte gnadenlos. Das Album konnte sich nur 2 Wochen in den Charts halten. Und wenig später bekam X eine Info, die ihn 6 Jahre lang in eine tiefe Depression riss. Uff. Denn sein neugeborener Sohn, der gerade mal 13 Tage alt war, verstarb. Goosebumps, Bro. Ehrlicherweise. Dadurch konnte sich Xzibit nicht mehr auf die Musik konzentrieren und es dauerte 6 Jahre, bis er wieder ins Studio ging. Außerdem gab es sehr viele Negativschlagzeilen gegen die Show Pimp My Ride, denn angeblich war die ganze Show ein reiner Betrug. Darüber habe ich ja schon ein externes Video gemacht. Echt, ja? Müssen wir uns auch geben. Ich euch am Ende verlinke. Die Show Pimp My Ride wurde im Jahre 2007 nach 6 Staffeln abgesetzt. Und da Xzibit das Gesicht der Show war, wurde er von MTV gecancelt, damit die Negativschlagzeilen in Vergessenheit geraten. Deswegen hat man ab dem Jahre 2007 so gut wie gar nichts mehr von Xzibit gehört. Also versuchte er sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Ab dem Jahre 2005 war er einmal im Jahr in einem Film zu sehen. Er hatte außerdem sehr viele Gastauftritte in Serien wie zum Beispiel Akte X oder CSI. Damit konnte er gerade so seinen Lebensunterhalt finanzieren. Doch leider ging es weiter bergab mit Xzibit. Krass, Digga. Stimmt aber, Mann. Ich hab auch nichts mehr. Man hat den auf einmal nicht mehr gesehen, gell? Im Jahre 2007 wurde sein Führerschein wegen zu hoher Geschwindigkeit von der niederländischen Polizei beschlagnahmt. Deswegen sollte er ein Aufbauseminar machen. Doch Xzibit ist einfach wieder nach Amerika geflogen und hat dort einen neuen Führerschein beantragt. Auf nice. Doch im Jahre 2009 musste er ca. 900.000 Dollar Steuern zurückzahlen, sodass er einen Insolvenzantrag stellen musste. Oh shit, man. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, da er noch ca. 70.000 Dollar im Jahr verdiente. Doch dadurch wurden seine Finanzen öffentlich und jeder konnte mit ansehen, wie das Ende von Pimp My Ride Xzibits komplettes Leben veränderte. Denn im Jahre 2007 verdiente er rund 500.000 Dollar im Jahr. Doch nachdem Pimp My Ride abgesetzt wurde, waren es nur noch 70.000 im Jahr. Im Jahre 2012 feierte Xzibit dann nach 6 Jahren sein Comeback und releaste sein bis jetzt letztes Album, das leider nur eine Woche auf Platz 150 der Charts landen konnte. Traurig, Digga, ich schwör's dir. Doch seitdem geht er Der Bruder war krass, Digga, ja. Regelmäßig auf Tour und konnte dadurch seine Steuerschulden zurückzahlen. Geil, wenigstens das. Das ist das, was in Amerika auch die OGs immer noch weiter gut machen können, auf Tour gehen. Da ist halt auch wirklich noch Liebe und Interesse für die OGs da. Ende des Jahres 2013 veröffentlichte Xzibit noch ein Projekt mit Dembrick und Be Real und war auf dem kommenden Album von Be Real von Ding, ne? Cypress Hill, wa? Dr. Dre zu hören. Außerdem gab er im Jahre 2016 bekannt, dass er wieder mit Dr. Dre an neuer Musik arbeitet. Geil. Doch soweit ich weiß, ist nie etwas veröffentlicht worden.
Seit dem Jahre 2016 spielt Xzibit sogar eine kleine Rolle in der Erfolgsserie Empire und tourt regelmäßig durch die ganze Welt. Er brachte sogar vor ein paar Jahren eine eigene... Geil, aber freut mich, dass der Bruder dann doch noch irgendwie die Kurve gekriegt hat und ein bisschen am Start ist. So. Weed-Sorte namens Napalm auf dem Markt. Doch leider wurde auch die Weed-Sorte von X gecancelt. Denn die asiatische Community war der Meinung, dass der Name Napalm eine Anspielung auf den Vietnamkrieg sei. Deswegen musste er den Namen ändern. Bruder, tschüss. Und verlor wieder mal eine Menge Geld. Dabei hieß sogar sein letztes Album Napalm. Diese Cancel-Kultur werde ich niemals verstehen. Ich schwöre dir, Bruder. Gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. So. Cancel Culture it out, motherfuckers. Mann. Naja, derzeit wird sein Vermögen auf eine halbe Million Dollar geschätzt. Was, wie ich finde, sehr wenig ist, nach dem, was Xzibit alles geleistet hat. Für die unter euch, die Xzibit nur von Pimp My Ride kennen, kann ich ehrlich nur die Alben Restless... Das ist das heftigste Album, Mann. Restless, das ist für mich das heftigste Album. Und Man vs. Machine empfehlen. Ja, Man vs. Machine ist auch krass. Zwei Klassiker von Xzibit. Ich will mal gucken, wie alt ist Xzibit eigentlich? 48. Wann ist der geboren? 74 geboren. Die zeitlos sind. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja noch in Zukunft das ein oder andere Xzibit-Album zu hören bekommen. Ich hab... Alright, man. ...merkt, dass sehr wenig Leute nur noch Kommentare hinterlassen. Ihr wisst doch, der Algorithmus muss gefüttert werden. I like that, bro. Kommentiert in, motherfucker. Wo bist du, Alter? Lasst auf jeden Fall Liebe da. I like that, man. Ein kleines Fäustchen hier. Haben wir hier ein kleines Fäustchen am Start?